Weiter geht's in World of Final Fantasy und schaut euch mal da hinten dran den wunderschönen Ausblick an. Genug gespeckt. Wir bewegen uns jetzt nach Nordosten zur Grotte, in der sich viele Mirage befinden sollen. Und auch eine sehr starke Mirage. Drei Heiltränke. Und wenn man guckt, das sieht eigentlich groß aus. Ich dachte, die Distanz war viel größer. Ich habe jetzt das Video angefangen unten an dem grünen Bereich, an der Grenze. Aber es ist gleich hier. Und ab geht's in die Nebula-Grotte. Not mess around in the Never Nebba thinganabob. Nether Nebula. Do you think you can do something about that habit of forgetting the name of virtually everything? Oh, there's another gate. That's the right. Gates that usually turn up in towns or at the start of most Mirage-infested areas. You never have to travel far to the visit a place you've been. Aber auch hier ist es so, dass noch relativ viel gequasselt wird. Ist zwar gut am Anfang, aber ich hoffe, es ist nicht dauerhaft immer so. Beziehungsweise man sollte sich ja bewegen können, das finde ich immer ganz gut. Wobei ich nichts dagegen habe, wenn natürlich viele Dialoge drin sind, aber stört manchmal ein bisschen den Spielfluss, wenn sie das Offensichtliche nochmal erklären und nochmal erklären und nochmal erklären. Okay. So, jetzt dürfen wir wieder. Okay, wir könnten noch speichern, wir können das Tor verwenden, wunderbar. Mirastein-Analyse. Ah ja, genau. Das gab es in Demo auch. Und wenn ihr diese Steine ausrüstet, dann habt ihr die Fertigkeit direkt. Okay, die können maximal 8 Mirasteine tragen, hängt aber auch trotzdem auch von der Stufe ab, wie viel sie tragen können. Manchmal kann man Mirasteine vom Mirabord an der Mirage extrahieren und ab und zu findet man auch mal einen in einer Schatztruhe. Ja, das ist cool. Da hat man einfach nochmal mehr Möglichkeiten und ist nicht nur von der Mirage abhängig. Und kann dann natürlich auf Mirasteine hoffen mit Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man gerne immer benutzen möchte und ist dann flexibler mit dem Mirage. Na, ich denke da zum Beispiel an sowas wie Vitra oder so. Engel. Regina. So, den kleinen Kerl haben wir auch noch nicht. See how you like this. Here goes. Und den können wir jetzt direkt einfangen. Einkaufen, würde ich sagen. Ich hoffe, es klappt auch gleich. Und dann versuche ich mal auf die XP zu achten, ob es weniger XP gibt, wenn man sie nur einfängt. Gegenüber dem, wenn man sie eben besiegt. ...60 EP. Da behalte ich den Standardnamen. Ich hätte immer noch Bauchgefühl, werde ich den eigenen Namen geben oder eben ihren Standardnamen lassen. Ich finde Mandragora passt sehr gut. So kenne ich sie auch aus anderen Final Fantasy Teilen. Ist zwar bei den anderen auch so, aber ich finde Mandragora ist eigentlich ein perfekter Name für dieses Wesen. Oh, ist das? Sieht aus wie eine Mischung aus Krabben mit Händen und Katzenkopf. Okay, dann pusten wir mal den Mandragora direkt weg.
Ne, lassen wir es. Wir greifen Zwerg-Golem an. Okay. Auch ein Schwachpunkt. Aber ich kann ihn leider noch nicht einfangen. Ist sie gerade umgestapelt? Ne, sah nur so aus. Und wer sich wundert, es wird später wird's auch noch andere Gegner geben, auch stellenweise etwas düsterere Gegner. Das sind nicht nur so kleine, zwergwüchsige Gegner. Sondern es gibt dann auch schon einige Brecher, die ich gesehen hatte. Aber im Grunde genommen, vom Spielprinzip her ändert sich dadurch nichts. Das wunderbare, klassische ATB-System. Ihr könnt aber trotzdem, wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr das ein bisschen aktiver haben wollt, dynamisch haben wollt, könnt ihr das eben auch umstellen auf einen aktiven Kampfmodus. Und habt dann halt eben auch nicht die Zeit, euch zu überlegen, wie ihr angreift. Okay, klettern können wir nicht. Müssen wir später wohl runterspringen. Ist das? Sieht aus wie ein Chef. Yeah. Da mal ein Prisma halten. Erledigen wir erstmal die Ads. Gucken wir mal, wie sie auf Feuer reagieren. Ah, ich würde aber gerne den Dicken einfangen. Ich hoffe, es geht dann auch. Das ist einfach nur befriedigend, wenn man einfach neue Pets oder Mirages hier an der Stelle anfängt. Ich liebe das aus unerfindlichen Gründen. Schauen wir mal, wie er Wind verträgt. Ich nehme an, dass sie verwandt sind. Ja. Oh, und zerstört. Aber wahrscheinlich hätte man ihn nicht einfangen können. Aber das werden wir alles noch entdecken. 195 Gil. Ja, die Gil, die sammeln sich auch nur gemächlich an. Den nehme ich anders. Ich nehme den Nekuman. Neko für die Nicht-Japaner. Neko ist Katze. Ich weiß, es war sehr innovativ jetzt. Und Nekuman. Die sehen aber irgendwie witzig aus. Boah, einen witzigen Namen. Du hast einen Glattstein erhalten. Was ist ein Glattstein? Sehr beliebt bei Gierschlunden. Super. Und der Rain gebe ich doch jetzt mal auch einen Mirastein. Nämlich Analyse. Sie hat nämlich noch keine Analyse. Das wäre praktisch, wenn es beide können.
Fertigkeiten der gesamten Mirage habe ich mir alle später gesammelt an. Da sind so viele drin. Machen wir das strukturiert. In seinen Augen blitzt ein Glattstein auf. Ja. Ja, genau. Ist auch ziemlich cool. So, jetzt erstmal eine Analyse auf den Kupferzwerg. Ich möchte gerne mal genau wissen, ob man den vielleicht doch einfangen kann. Okay, dann bezieht sich wohl nur auf den Stapel. Das ist natürlich auch doof. Okay. At least he knows the warning's meant for him. Not done yet. Oh, Stein. Ah, zum Glück kein Steinzauber. Oh, und ihre Energie geht so langsam zur Neige. Zum Glück kann sie sich selbst heilen über den Angriff. Hier, Windgeflüster. So, vorhin waren es mal 90, sind wir abhängig von dem Schaden, der ausgeteilt wird. Ah, genau dieselbe Menge, die sie auch an Schaden austeilt. Deluxe. Das hier ist dieses andere Menü. Könnt ihr dann switchen zwischen, wenn ihr halt mehrere Mirage gestapelt habt, unten dann das große Mirage, oben das kleine Mirage und unten wird jetzt nur sie angezeigt, weil sie eben als Hühnin drin ist und könnte dann eben über links auch nochmal auf die Fertigkeiten zugreifen, aber ich bevorzuge das klassische. Pusten wir jetzt gerade mal um. Es wäre praktisch, wenn man bei den Mirage auch direkt jetzt gleich sehen würde, wie viele Fertigkeitspunkte sie haben. Aber gut, wir schauen das später uns mal genauer an. Was unser Pulker der Mirage-Gang so hat. Und genau, hier unten war jetzt ja eine Schatztruhe, deswegen springen wir nochmal runter. Heiltrank ist immer gut. Vielleicht kommen wir über den Weg wieder hoch. Was ist das denn? Das sah aus wie so ein, also eine Abkürzung. Ah, der Weg war gar nicht falsch, aber ich glaube, da oben war auch nochmal eine Schatztruhe. Ah. Wäre sinnvoller gewesen, erst ganz hoch zu gehen. Aber es macht nichts. Ein bisschen grinden, XP sammeln. So, Mandragora haben wir ja schon eingefangen. Das heißt, wir können die eigentlich direkt mit Windfertigkeiten, Windmagie erledigen. Schade, dass wir keine AOE haben. Aber dann schwäche ich sie jetzt einfach einzeln durch. Aber ich habe keine Windfertigkeit mit ihm. Nehmen wir Fuchsfeuer. Das ist trotzdem doof. Ich sollte einen auf jeden Fall erledigen, weil sonst machen drei Schaden auf mich. Sonst hat eben nur zwei und da muss man halt in Kauf nehmen, dass man einfach nur Peanuts austeilen muss. Aber jetzt am Anfang ist das ja noch ziemlich gemächlich, da hat man jetzt nicht so viel Action. Und kriegen wir auch so hin. Also das Pacing bisher, also die Geschwindigkeit also vom, insgesamt vom Spiel ist bisher noch ein bisschen noch gemütlich. Ich denke, dass es aber auf Dauer auch ein bisschen anzieht.
In der Regel ist im Final Fantasy habt ihr immer auch immer ein langsames Tempo, beziehungsweise auch vor allem gerade der Start ist etwas, wo sie auch ausführlich eigentlich auf so dieses auf dieses Thema eingehen. Es gibt stellenweise Final Fantasy, ich glaube es war Final Fantasy 12, meine ich. Oder 13. Ich glaube 12. Ja, 12 müsste es gewesen sein. Da war das Tutorial im Grunde genommen, wenn man so will. Ging, glaube ich, fast 20 Spielstunden. Also das war schon ein Rekord. Okay, jetzt ist die Frage, laufe ich mal außen rum und hole mir die Truhe oder nicht? Nö. Das machen wir nicht, wir laufen jetzt direkt weiter. Vermutlich verpasst jetzt irgendwie so ein ultra super mega Item, das ich nie wieder im Spiel bekomme. The mirages you imprisoned inside these caves should be able to help you out. Okay, sie reagieren auf Miragen, die du auf ihn stapelst. Wir sehen also das Katzensymbol, also nehmen wir Necoman. Gewicht 5 oder schwerer, Erdresistenz 50 oder stärker. Ich habe keine hier. Hallo? Ah. Da wähle ich sie aus. Necoman. Ah, Gewicht 3. Okay, dann brauchen wir noch eine. Was? Erdresistenz 50 oder stärker? Erdresistenz hatte ich hier 25. Das gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja eine Mirage, die wir hier noch nehmen können. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann müssen wir so oder so nochmal durch. Dann können wir uns ja auch nochmal die Truhe holen. Verpassen wir nicht Omega Weapon oder Ruby Weapon oder ein goldenes Chocobo. Ich weiß, sobald ich das sage, beginnt ein Kampf, aber ich habe das Gefühl, dass die Kämpfe jetzt ein bisschen mehr Abstand haben. Aber es ist oft einfach Zufall. Also es ist, ich glaube, immer Zufall. Zumindest war es damals auch schon so. So, die Mandragora pusten wir jetzt direkt weg. Das reicht nicht. Gut, die Mandragora pusten wir jetzt noch nicht direkt weg. Gucken, dass wir das erstmal AP wieder generieren. Dann kann sie den Windzauber auf die Mandragora anwenden. Fuchsfeuer wird ja nicht viel helfen, deswegen wende ich es direkt auf den Kupferzwergstapel an. Bah, Doppelkopfnuss. Sie gehen auf LAN. Ja, gar nicht schön. So. Ah, reicht immer noch nicht. Ich hoffe, der Angriff, der normale Angriff reicht. Nee. Ich heile erstmal Lan. So, dann kann er das Fuchsfeuer direkt anwenden. Sollte jetzt reichen. Ah, ganz, doch, hat gereicht. Aber knapp. Steht noch. Ich bin echt gespannt auf die Bosskämpfe. Und ich glaube, ich schalte in den Einstellungen mal um, dass man eben nicht R1 halten muss zum Vorspielen. Vorspulen, sondern dass man einfach einmal drücken muss und das dann umschaltet und quasi dann so lange vorspult, bis man wieder R1 drückt. Ich merke doch, dass ich im Kampf mache ich es relativ häufig, damit dann der nächste Turn dran kommt.
da ist es. Drei Heiltränke. Was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben ja... Wir brauchen noch eine weitere Mirage. Irgendeine, die es hier gibt. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas bekämpft haben, was wir noch nicht eingefangen haben. Gut, wir haben halt den Dicken noch nicht. Aber ich hatte auch bisher keine Möglichkeit, diese Dicken einzufangen, weil sie A, einen Stapel bilden und B, ich glaube, keinen Prismastein habe. Vorher sind sie auch allergisch. See how you like this. Here goes. Ich würde mal gerne sehen, ob man sieht, welchen Status man eigentlich auch hat. Ich sehe zwar, dass ich vergiftet bin, aber später einmal, ja, will ich nicht unbedingt immer gleich wissen, welchen Status ich habe. Ja, sieht man nicht. Ist ja nur das Zeichen halt, links. Okay, das heißt, ihr müsst halt auch da die Zeichen wissen. Ich denke so, die meisten sind logisch. Die meisten kann man sich herleiten und den Rest muss man einfach auswendig lernen. Ist egal, wen ich jetzt angreife. Ich kann mir vorstellen, dass Nekoman mit weiterem Aufstieg vielleicht auch ein Gewicht gewinnt. Könnte auch sein. Wir müssen nur mit Lasagne füttern. Ich kann nochmal gucken, was sie jetzt für Fähigkeiten überhaupt haben. Da ist ja noch keine. Ist mir Board frei. Er sieht auch schon komplexer aus, also sein Board auch. Stürzkraft hoch, Sturmflug. Schütteln fügt einem Gegner magischen Erdschaden zu. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich skill ihn mal und gebe ihm dann Lan. Aber mal ein bisschen zum Testen. Ja, da ist die Karte im Weg. Statuskarte. Okay, Metamorphose ab Stufe 10. Verursacht Schlaf. Zauber zu Kampfbeginn manchmal Regen auf den Anwender. Das ist natürlich auch gut. Das HP-Regeneration. Und hier, was bedeutet das? Mantragora Prisma.
Was bringt es mir, eine Mandragora-Prisma zu haben, wenn ich Prismas brauche, um Mandragoras zu fangen und ich eine Mandragora habe? Brain-Zungenbrecher. Okay, hätte ich eigentlich gerne beides. Ich hätte gerne Blätterdolch plus Schlafblatt. Und später auch Photosynthese. Wie geil ist das denn? Aber den Mandragora, den werde ich später mal benutzen. Ich glaube, dass man den ganz gut einsetzen kann. Und ich passe den Kampfstapel mal an. Genau, ich lerne nämlich statt Tama Nicoman. Buße, da ist er. Sieht irgendwie geil aus. Genau, mit Dana kann sie halt gut gebrauchen. Tama ist halt schon nicht schlecht wegen ihrer diesen Feuerfertigkeiten. Was kann der Mu eigentlich jetzt? Er kann halt noch nicht viel. Ich setze ihn trotzdem einfach mal ein. Just for fun. Ja, dann mache ich einen Kampf mit Mu und dann einen Kampf noch mit Nicoman. Jetzt muss ich aber noch unten ein bisschen rumlaufen, um den Kampf auszulösen. Ich will die jetzt nicht umpusten, deswegen ich jetzt erstmal auf die Mandragora links, auf die kleine und dann auf den Stapel. Das wäre, glaube ich, schon cool, wenn wir diesen diesen dicken ja bekommen könnte. Ich glaube, das ist vom Gewicht heute auch schwerer. Wir brauchen ja insgesamt Gewicht 5, wir konnten aber nur bisher Nicoman drauflegen. Erstmal nur Elementsynergie Wind. Ich glaube, die wackeln. Ach, die haben nur gewackelt, weil ich immer noch die Vorspulen noch drin hatte. Da muss ich mich jetzt dran gewöhnen und aufpassen. So, ich lasse dich mal verteidigen. Ich mal sehen, ob sie mehr AP regeneriert dadurch. Ne, passiert nichts. Das macht keinen Unterschied. Ja, und erledigt. Also wenn die im Stapel sind, kriege ich es gar nicht hin, diesen Stapel zu sprengen erstmal. Geht aber vielleicht mit Nicoman dann. Muss ja mal an die Murkel Größe wechseln. Aber ich meine, er hat einen Angriff, bei dem er das tun kann. Er hat einen Angriff, der den Stapel stabiler macht. Jetzt haben wir noch einen Testkampf und danach gehe ich nochmal zu diesem Stein. Vielleicht hat sich schon was getan aufgrund des Levels. Wir brauchen ja Gewicht 5 in der Summe und Erdresistenz 50. Und bisher hatte Nicoman eben Erdresistenz 25. Genau. Fügt am Gegner physischen Schaden zu Stürzkraft hoch. Wir müssen jetzt nicht so, wir können Stapel hier haben. Aber recht stark.
Ein Mirastein schon wieder Ausrufezeichen an. Habe ich noch keine weiteren bekommen. Ich glaube, zeigt aber nur an, dass man noch einen weiteren freigeschaltet hat. Vermutlich auf Stufe 5. So, schon ein Weilchen her, glaube ich. Ja, so ist sie besser. Jetzt wäre es halt cool, wenn man rüber könnte und direkt auf die zugreifen. Okay, dann probieren wir das nochmal mit dem Schalter. Wenn das noch nicht geht, dann, ja, dann werde ich danach noch ein bisschen grinden, bis ich dann eben die Möglichkeit habe, den Schalter zu aktivieren. Und danach gibt es dann weitere Videos in der Grotte. Genau, aber er hat noch nicht genug Gewicht einfach. Also er hat nicht weder genug Gewichte, noch hat er genug Erdresistenz. Und ich habe auch sonst keinen weiteren, den ich hier jetzt irgendwie draufpacken könnte. Ich probiere es trotzdem mal. Genau. Voraussetzung nicht erfüllt. Aber das ist ganz interessant, das zwingt einen dazu natürlich auch ein bisschen eben zu grinden, noch weitere Mirage einzusammeln. Das kann es einem gefallen oder auch nicht, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch die Nebenmission. Man könnte auch genauso gut jetzt erstmal rausgehen und diese Abstecher machen oder eben weiter noch eben hier Kämpfe auslösen und kämpfen. Ich werde mich jetzt während hier noch Palaver weiter runterlaufen und dann bis zum Eingang zurückgehen, mich zurückkämpfen, bis zum Speicherpunkt dort speichern und dann später wieder den Weg nach vorne zurückkämpfen. Und ah, schaut mal hier, ja. Yes. Den hätten wir doch gerne. Guten Schwebau. Das war ein Analysecheck. Beseitige alle anderen Gegner. Einmal pro Kampf. Das kriegen wir hin. Ich hoffe, er packt uns nicht zu starke Zauber aus oder Deep-Boss, je nachdem was er vorhat. Oh, böser Blick. Waren es nur noch 3. Keine AP mehr. Haben wir nicht irgendwas, was wir mal einsetzen können? Wir haben noch keine Kampfgegenstände. Dann mit roher physischer Gewalt. Oh, den können wir jetzt auch einfangen. Das sollte reichen, um den Schalter zu aktivieren. Erstmal einen Headbutt nach dem anderen kassieren. Das ist jetzt konfus. Natürlich besonders schön. Wir probieren unser Glück. Komm schon. Yes. Wird natürlich besonders nice, wenn wir jetzt noch das Auge auch noch bekommen. Oh yeah. Also ihr seht, Analyse lohnt sich. Dadurch haben wir eben auch den Hinweis bekommen, wie wir das Schwebeauge einfangen können. Ich hoffe, es klappt jetzt direkt Auge in Auge. Ich liebe diese Augen, sind total geil. Habe ich auch das Pad in Final Fantasy 14. Ein gelbes, auch zum Reiten. Total nice. Ja, wunderbar. Und auch gut, dass wir nicht weitergekommen sind direkt. Da hätten wir vielleicht unter Umständen auch eben das Auge verpasst. Wir hätten auch diesen größeren oder diesen dickeren Kobold verpasst. Da haben wir ihn. Den Kupferzwerg. Den nehmen wir um. Den nenne ich einfach Copper.
Ich nenne ihn Copper. Nicht Copper, wie Kupfer, sondern Copper. Ich bin mir sicher. Das Schwebauge, dann nehmen wir. Nehmen wir Optik. Genau, Optik. Ja. Ah, verdammt, ich hätte den Opticus Prime nennen sollen. Naja, vielleicht kommt nochmal irgendwas Augenähnliches. Es wird, im nächsten Video wird es in der Grotte weitergehen. Ich laufe jetzt erstmal zurück und speichere gemütlich. Und, das nächste Video beginnt aber dann direkt beim Schalter, bevor wir den Schalter aktivieren. Und dann gucken wir uns weiter an, was in der Grotte noch auf uns wartet. Das soll ja hier eine doch relativ starke Mirage vor Ort sein und die wollen wir uns auch angucken. Ich hoffe ja immer noch auf einen BMOF, damit ich endlich eine große Mirage bekomme. Danke fürs Reinschalten. See you next time.